Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns gemeinsam diesen 2021er Opel Corsa F mit dem 1,2 Liter Turbomotor mit 100 PS in der Ausstellungsvariante Edition an. Wir wollen herausfinden, ob der Opel Corsa wieder das Zeug zum Dauerbrenner hat. Viel Spaß beim Zuschauen! Beginnen wir wie immer erstmal beim Design. Der Opel Corsa der aktuellen Generation wurde im Jahr 2019 auf den Markt gebracht. Er basiert wie auch schon der neue Peugeot 208 auf der CMP-Plattform. Dementsprechend sieht man hier optisch schon einige Parallelen zum 208. Aber ich finde, Opel hat ja trotzdem einen guten Job mitgemacht und versucht, das Design des Opel Corsa so eigenständig wie möglich zu gestalten. Wenn wir uns hier mal die Front des Fahrzeugs anschauen, sehen wir als erstes, dass wir hier Halogenscheinwerfer haben bei der Edition. Ausstattung. Es gibt natürlich auch LED-Scheinwerfer, auch beim Opel Corsa mit Matrix-LED, das Ganze nennt sich dann IntelliLux, was auf jeden Fall für die Klasse cool ist. Allerdings hätte ich mir schon gewünscht, dass man mittlerweile LED-Scheinwerfer serienmäßig macht, auch im Kleinwagen. Zum Beispiel der neue Skoda Fabia macht es ja vor, der hat dann auch immer LED-Scheinwerfer serienmäßig, aber das ist dann vielleicht was für das Facelift. Ansonsten sieht der neue Corsa von vorne wirklich ganz knuffig aus. Auffällig ist, dass wir in dem Fall jetzt hier zum Beispiel keine Parksensoren vorne haben oder auch keine sonstigen Ausstellungsfeatures. Wie gesagt, wir haben in den Editionen, es ist halt so die zweitniedrigste Ausstellungsvariante und dementsprechend haben wir jetzt auch nicht so viele Features hier mit an Bord, was aber denke ich mal auch ganz interessant ist, weil der durchschnittliche Corsa-Käufer, der wird sich ja nicht den top ausgestatteten GS-Line für über 25.000 Euro holen, sondern eher hier so einen günstiger ausgestatteten Edition. Von den Abmessungen her an der Seite fällt auf, dass er ziemlich klein aussieht, das täuscht aber. Er ist 4,6 Meter lang, damit reiht er sich so genau in die Mitte ein, der aktuellen kleinen Wägen. Und was mir besonders gut gefällt bei einem Corsa ist hier hinten so diese Stelle, sage ich mal, wo das Dach so leicht nach hinten abfällt, dann hier oben noch diesen angedeuteten Dachkanten-Spoiler haben, natürlich nur aus Hartplastik, aber immerhin, sieht schick aus. Und dann hier diese Heckleuchten, die schön hier hinten mit übergehen. Und wenn wir mal hier so schauen, sieht man, dass der neue Corsa sogar so eine leicht angedeutete Schulterlinie hat. Also das macht wirklich schon einen coolen Eindruck. Und ich finde auch von hinten sieht er ganz cool aus. Was mir sehr gut gefällt im Vergleich zum Vorgänger, ist die Tatsache, dass diese 3D-Optik verschwunden ist. Der Vorgänger hatte ja so herausstehende Heckleuchten und dieses herausstehende Opel-Logo. Das ist jetzt wohl beim Corsa F noch geblieben, aber immerhin sind die herausstehenden Heckleuchten jetzt hier bei der neuen Generation Geschichte. Ansonsten finde ich, sieht man von hinten schon, dass der Corsa vom Peugeot 208 abstammt. Hier und da sind von der Linie her ein paar Ähnlichkeiten zu erkennen. Trotzdem finde ich, hat Opel hier einen guten Job gemacht und der Opel Corsa gefällt mir insgesamt deutlich besser als die letzte Generation. Der Corsa E, den fand ich immer ein bisschen altbackend und jetzt nicht so ja, lecker anzusehen. Das hat sich hier mit dem Corsa F definitiv geändert. Was auch noch ein paar Worte wert ist, ist hier unten der Auspuff, und zwar sieht man diesen hier bei den 100 PS 1,2 Liter 3-Zylinder Turbomotor. Das ist das erste coole. Und die zweite ja, coole Sache ist, dass es den Corsa natürlich auch als Elektrovariante gibt mit 136 PS Elektromotor. Ein ziemlich interessantes Fahrzeug. Beim Corsa E hat man dann Kosten gespart und hat keinen anderen Heckstoßfänger entwickelt, sondern man hat dann hier einfach so eine Blende um diese Auspuffaussparung drumherum gemacht. Das sieht ziemlich witzig aus. Und auch noch ein Detail, was mir aufgefallen ist. Hier unten haben wir noch so einen Reflektor in Rot und hier oben die Bremsleuchte hingegen ist dann so in normal grau ausgefallen. Habe ich so noch gar nicht gesehen bei einem modernen Auto. Normalerweise sind die immer so rot hinterlegt. Hier in dem Fall ist es eben so eine Klarglas-Optik. Gut, ansonsten gibt es jetzt hier optisch nicht viel zu berichten. Ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal den Kofferraum an. Wir öffnen den Kofferraum hier über das Opel-Logo. Klingt ein bisschen blechern und dann sehen wir hier 309 Liter maximales Kofferraumvolumen. Das klingt erstmal ziemlich wenig, wenn man überlegt, dass zum Beispiel auch der 2014 vorgestellte Skoda Fabia 330 Liter hat und der neue sogar 380 Liter. Da klingt das vielleicht erstmal ein bisschen wenig. Aber ihr wisst, ich bin ja sowieso nicht so ein Fan von diesen Kofferraumangaben und verlasse mich lieber auf das, was ich sehe. Und das, was ich hier sehe, ist wirklich ein angenehm großer Kofferraum für einen Kleinwagen. Und was auch sehr schön ist, dass man das alles hier komplett mit so, ja, ich nenne es mal Filz ausgekleidet hat. Das ist zwar ganz einfaches Material, aber immerhin ist der Kofferraum nicht hier komplett mit Hartplastik ausgekleidet, was natürlich auch ein paar Vorteile mit sich bringt. Ansonsten an Ausstellungsfeatures haben wir jetzt hier nicht allzu viel. Hier oben haben wir so einen kleinen Haken und hier unten unter diesem Kofferraumboden, der sehr, sehr einfach gehalten ist, sehen wir dann nochmal ja, ein Reserverad, beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich ein Tire-Fit. Und hier können wir, wenn man das raustut, theoretisch auch nochmal einen kleineren Koffer mit unterbringen.
Ja, viele Leute wird es stören, dass jetzt hier so eine hohe Ladekante ist. Mich persönlich stört das gar nicht. Im Gegenteil, ich finde das immer ganz gut, dadurch, dass man dann eben deutlich mehr Kofferraumvolumen hat. Ja, hier sehen wir dann noch so eine Halogen-Kofferraumbeleuchtung. Viel mehr gibt es im Kofferraum gar nicht zu sagen, außer die Tatsache, dass das Auto hier erst 2.500 Kilometer auf der Uhr hat und hier oben dieser Haken schon von der Hutablagenhalterung herausgebrochen ist. Ja gut, man weiß nicht, wie die Leute, die das Auto davor gefahren sind, damit umgegangen sind. Dann sehen wir hier noch so einen Reißverschluss, den man tatsächlich öffnen kann. Ich weiß nicht, ob man damit die Sitzbezüge dann besser reinigen kann, aber auf jeden Fall hat man hier noch einen Reißverschluss, den man öffnen kann. Ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Rücksitzbank und schauen uns mal das Platzangebot dort an. Den neuen Opel Corsa gibt es nur noch als 5-Türer und dadurch, dass das Auto nur 4,6 Meter lang ist, sind die Türen auch relativ kurz. Trotzdem öffnen die fast im 90-Grad-Winkel. Der Türausschnitt ist jetzt nicht riesig, aber für einen kleinen Wagen geht das völlig in Ordnung. Wenn wir uns jetzt hier mal reinsetzen, da stellt man als erstes fest, ja, vom Platzangebot her geht das doch schwer in Ordnung. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Sitze hier hinten noch so ein bisschen ausgeformt sind. Dadurch haben die Knie hier noch genug Platz. Die Sitze selbst sind jetzt hier hinten nicht ultra bequem. Man sieht auch, dass es eine durchgängige Rücksitzbank. Die einzelnen Sitzplätze sind nur eben durch diese Stoffmusterung hier voneinander getrennt. Aber ansonsten bieten die Sitze jetzt hinten auch nicht wirklich Seitenhalt. Also ich sag mal so, längere Strecken würde ich hinten jetzt nicht verbringen wollen. Aber so für die kurze Strecke geht das vollkommen in Ordnung. Hat hier hinten auch noch eine kleine Armauflage. Ja, das ist alles hier aus Hartplastik. Generell die ganze Türpappe ist aus Hartplastik. Aber man hat sich zumindest Mühe gegeben und hier zum Beispiel so eine andere Oberflächenstruktur mit eingebunden. Das ist ganz cool. Und auch der Türgriff, der fässt sich an wie echtes Metall. Das macht einen guten Eindruck. Hier hinten haben wir bei unserem Editionsmodell noch manuelle Fensterheber im Jahr 2021. Finde ich eigentlich ganz cool, dass es die Option noch gibt. Und ja, die meisten Leute werden wahrscheinlich beim Corsa auch nicht unbedingt elektrische Fensterheber hinten benötigen. Und daher passt das. Und hier haben wir dann nochmal so ein kleines Fach für eine 0,5 Liter Flasche. Eine Mittelarmlehne haben wir jetzt hier in dem Fall nicht. Und auch ansonsten gibt es hier hinten nicht viel zu berichten. Wir haben keinen Luftausströmer, keine USB-Anschlüsse, keine Taschen hier hinten an den Rücksitzlehnen. Von daher würde ich sagen, ehe wir jetzt hier viel Zeit verschwenden, gehen wir gleich mal auf den Fahrersitz und schauen uns an, ob es dort etwas mehr zu berichten gibt. Gut, ich würde sagen, wir öffnen jetzt hier mal die Fahrertür. Das Türschloss in dem Fall ist jetzt hier noch unverkleidet, das macht aber gar nichts. Die Tür öffnet weit genug. Der Türausschnitt selbst ist hier gar nicht so groß im Corsa. Klar, bei 4,6 Meter müssen ja die vier Türen irgendwie untergebracht werden. Und hier sehen wir dann erstmal unsere Sitze. Die sehen ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich besonders schön aus. Die bieten auch nicht extrem viel Seitenhalt, aber so auf den ersten 20 Kilometern, die ich gefahren bin, waren sie aber relativ bequem. Wir haben jetzt hier auch keine manuell einstellbare oder Dosenstütze. Es sind ganz standardmäßige Sitze, die eben höhenverstellbar sind. Und ansonsten haben die jetzt nicht wirklich viele Highlights zu bieten. Ich würde sagen, wir steigen auch gleich mal ein. Übrigens, die Sitze sind in dem Fall jetzt nur auf der Fahrerseite höhenverstellbar, auf der Beifahrerseite hier beim Edition standardmäßig nicht. Gut, dann gehen wir wie immer erstmal das Cockpit von links nach rechts durch. Hier erstmal unsere Türtafel, hier oben Hartplastik, hier in der Mitte so eine Plastikapplikation, natürlich auch Hartplastik. Hier auch schon der erste Kratzer. Hier Hartplastik, Hartplastik, Hartplastik. Und hier so ein bisschen Stoff, aber extrem dünn, damit eben der Arm hier so ein bisschen bequemer aufliegt. Das passt schon. Und hier nochmal so ein kleines Fach, beziehungsweise unser Türzuziehgriff. Hier sehen wir unsere zwei elektrischen Fensterheber, die Verstellmöglichkeit für die elektrischen Spiegel, Fahrer und Beifahrer. Genau, und hier sehen wir dann noch ein relativ großes Fach tatsächlich für eine 1,5 Liter Flasche zum Beispiel. Und hier hinten geht es dann nochmal ein bisschen weiter rein. Da kann man auch nochmal ein bisschen Zeug verstauen. Dann sehen wir hier unseren Lichtschalter, ganz klassisch. Der steht hier natürlich meistens auf Auto. Man kann das Abblendlicht manuell entscheiden und hier eben die Nebelschlussleuchte dazu. Hier können wir die Leuchtweitenregulierung einstellen. Hier können wir die Tarotbeleuchtung heller oder dunkler machen. Hier sehen wir dann so eine Hochglanz-Schwarzleiste, die sich einmal komplett bis hier in die Mittelkonsole zieht. Die Lüftungsdüsen selbst sind hier normal über links und rechts regelbar, wie das bei den meisten modernen Autos mittlerweile so ist. Also man hat kein Verstellrädchen mehr. Ja, war ja heute früh beim Skoda Octavia genau schon so. Das Dashboard hier oben sieht cool aus. Es hat so eine richtig coole Perforierung. Ist aber, ja, es ist so ganz leicht unterschäumt, aber es ist eher Hartplastik. Trotzdem finde ich gar nicht schlimm. Es fässt sich so halbwegs gut an und sieht ganz nett aus. Hier haben wir ja nochmal so ein paar Plastikapplikationen. Ich finde, die stehen im Auto eigentlich auch ganz gut. Und dann blicken wir mal hier auf unseren Lenkrad. Das ganz klassische 3-Speichen Opel Lederlenkrad. Ich habe jetzt mal die Zündung angemacht. Die Multifunktionstasten hier sind nicht zu viel, nicht zu wenig. Schön übersichtlich. Hier links zum einen, um den Tempomat einzustellen. Und hier, um die Lenkradheizung einzuschalten. Ein kleines Highlight hier im Kleinwagen. Den Bordcomputer, den kennt man definitiv so auch aus zum Beispiel den ganzen PSA-Modellen, aus den Citroën-Modellen zum Beispiel. Den steuert man hier über den Blinkerhebel. Also man kann hier die Menüs hin und her schalten.
Und hier an der Seite über den Knopf können wir dann zum Beispiel den Bordcomputer zurücksetzen. Übrigens interessant ist, diese Hebel hier für Blinker und für den Scheibenwischer, die sind irgendwie sehr, sehr hoch. Also es ist ein bisschen ungewohnt, zuerst damit umzugehen, wenn man sonst nur, ja ich sag mal, so normale VW, BMW, Ford Blinker gewöhnt ist, die halt so eher angeordnet sind. Hier bei Opel ist ja so ein bisschen weiter nach oben, muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber ist natürlich jetzt auch kein großes Problem. Hier rechts sehen wir dann die Verstellung für unser Radio, also einmal die Lautstärke. Hier können wir es direkt muten, die Sender können wir hier wechseln. Hier haben wir unsere Sprachbedienung, die ist aber eine ganz einfache in dem Fall. Und hier noch unsere Freisprecheinrichtung. Der Taro selbst, den kennt man so ähnlich auch aus dem Opel Crossland X zum Beispiel oder aus dem Opel Grandland X, ja, altbekannt. Wie gesagt, besonders das Display in der Mitte, das kennt man so von den ganzen Citroën-Modellen. Da merkt man dann die Verwandtschaft schon. Und was auch ganz cool ist, wenn ich jetzt die Zündung einschalte, dann gibt es auch einmal so ein schönes Zeigerwischen. Ich glaube, das war auch beim Corsa eh schon. Haben sie jetzt hier weiterhin beibehalten. Übrigens auch die Schriftart hier vom Gesamtkilometerstand. Das ist wirklich 1:1 wie in den ganzen Citroën-Modellen. Also da hat Opel jetzt hier wirklich nicht viel Einfluss gehabt, was zum Beispiel das Infotainment jetzt angeht. Ja, hier in der Mitte haben wir unser 5 Zoll Basis-Infotainment-System. Ich kann es gleich mal einschalten. Es hat so ein 5 Zoll Monochrom-Display. Das sieht vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen veraltet aus, aber ich muss ehrlich sagen, das reicht hier vollkommen aus. Zumal der Touchscreen auch wirklich sehr, sehr schnell reagiert. Also ihr seht das ja, ich tippe hier irgendwo drauf und das Menü ist sofort da, so wie es sein soll. Im Endeffekt ist es ein ganz normales Radio, also wir haben hier unser normales Radio, können auch unser Telefon verbinden, können hier Fahrzeugeinstellungen vornehmen, ganz simpel und einfach gemacht und können hier natürlich noch, ja zum Beispiel den Klang einstellen. Viel mehr gibt es im Infotainment-System auch nicht zu sagen. Man sieht, der Schacht hier ist noch wesentlich größer. Opel bietet optional ein 7 Zoll Infotainment-System, dann natürlich mit richtigen Farbbildschirm an. Das gibt es dann auch mit Navigationsfunktion und darüber hinaus noch ein 10 Zoll Navi, was allerdings den Nachteil hat, dass die Display-Skalierung da ein bisschen schlecht ist. Also zum Beispiel die Tastatur, die wird dann nur hier so auf den Teil des Displays angezeigt und rundherum bleiben dann so schwarze Balken, das ist ein bisschen unschön. Ja, ansonsten hier haben wir noch einen klassischen USB-Anschluss, einen echten Lautstärke-Drehregler. Hier haben wir unsere Zentralverriegelung, hier nochmal so ein kleines Münzfach, einen Warnblinkschalter, hier unten unsere manuelle Klimaanlage. Sitzheizung dreistufig, die wird auch sehr, sehr schnell warm, habe ich vorhin schon ausprobiert. Hier unten haben wir dann noch einen Zigarettenanzünder bzw. eine 12-Volt-Steckdose. Darunter noch ein großes Ablagefach für ein Handy und hier so ein kleines Easter Egg. Die ein oder anderen, die vielleicht sich mit Opel ein bisschen auskennen, die wissen, was ich meine, nämlich hier der Hai. Seit, ich glaube, 2005 ungefähr, wird das Ganze in vielen verschiedenen Opel-Modellen immer wieder mit eingebracht, indem man irgendwo im Fahrzeug so ein Hai verteilt. Das war damals von so einem Designer eine Idee und die hat man bis heute beibehalten. Finde ich ziemlich cool. Gibt den ganzen Innenraum nochmal so ein bisschen eine individuelle Note. Dann haben wir hier unser Tasterfeld für die Start-Stopp-Automatik, um den serienmäßigen Spurhalteassistent zu deaktivieren und hier eben die Parksensoren für hinten zu deaktivieren. Hier sehen wir unseren Schaltknüppel. Der sieht jetzt nicht so wirklich schön aus, muss ich sagen, aber er liegt sehr gut in der Hand, ist auch wirklich ziemlich groß. Und was natürlich positiv ist, wir haben hier ein Sechsganggetriebe und das Getriebe schaltet sich auch wirklich gut. Das zeige ich euch dann während der Fahrt. Der Schaltsack, ja, fährt sich auch ganz gut an. Hier haben wir nochmal verschiedene Ablagemöglichkeiten für Getränke oder sonstiges. Eine Mittelarmlehne haben wir in dem Fall nicht. Wir haben hier eine manuelle Handbremse. Es gibt beim Corsa F aber gegen Aufpreis auch eine elektrische Parkbremse mit Autoholdfunktion. Gut, und dann gucken wir uns hier mal das Handschuhfach an. Das ist ein kleines Highlight beim Corsa. Das ist nämlich riesengroß. Ich weiß nicht, ob ihr das Ende sehen könnt. Es geht auf jeden Fall, wenn ich meine Hand mal reinstrecke, ganz, oh, ganz tief da rein. Also das ist schon echt der absolute Wahnsinn für einen kleinen Wagen. Ich weiß gar nicht, wie so viel Platz bis da vorne überhaupt noch sein kann. Und hier kann man nochmal das Bordbuch reintun. Also das ist wirklich ganz durchdacht. Ich sehe gerade, beleuchtet scheint es nicht zu sein. Aber ja, man kann hier noch den Beifahrer-Airbag ausschalten. Platzangebot ist auf jeden Fall super. Was mir auch noch aufgefallen ist hier beim Corsa, auch hier das Armaturenbrett hat nach vorne jetzt nicht wirklich viel Weg. Das soll eben nochmal beim besseren Raumgefühl hier drin helfen und generell das Raumgefühl finde ich ganz gut. Nur die Übersicht nach hinten, ja, könnte ein bisschen besser sein, gerade hier durch die breite C-Säule. Gut, ansonsten zur Materialqualität. Ich sag mal so, Opel ist kein Premium-Hersteller. Man merkt schon, dass hier und da gespart wurde. Ich sag mal so, ein Polo ist innen drin auf jeden Fall hochwertiger. Und auch ein Ford Fiesta würde ich innen drin noch ein bisschen feiner einstufen. Der Opel Corsa ist so materialmäßig eher im unteren Mittelfeld. Aber das Wichtige bei den Kleinwagen ist doch, dass alles schön aussieht. Und das tut es in dem Fall. Und es ist auf jeden Fall auch alles gut nutzbar. Es ist alles in Sichtkontakt. Man hat einen richtigen Lautstärke-Drehregler.
daher passt das soweit. Die Klimaanlage könnte zwar gerne noch ein bisschen näher am Fahrer sein, aber ja, das passt soweit sonst auch. Und ja, ansonsten gibt es jetzt im Innenraum des neuen Corsa nicht viel zu erzählen. Was ich euch vielleicht schon mal kurz sagen möchte, ist die Tatsache, dass wir hier die Standardlautsprecher haben, aber die klingen wirklich ordentlich. Wenn man die schön einstellt, machen die einen guten Klang, hat mir gut gefallen. Und ja, ansonsten haben wir jetzt hier wenig Überraschungen. Wir haben hier noch einen Schwingspiegel ohne Beleuchtung. Und der Dachhimmel ist auch hier ganz normal aus Prispappe, ohne dass dahinter jetzt noch eine groß weiche Schäumung ist. Also das ist alles sehr zweckmäßig. Gut, ich würde sagen, wir finden jetzt mal raus, wie sich der Opel Corsa mit den 1,2 Liter Dreizylinder mit 100 PS so fährt. So, starten wir unseren Fahreindruck, indem wir den Motor starten, ganz klassisch. Ja, der Anlasser hier am Corsa F, der klingt noch so ein bisschen nach 90er Jahre. Er hat so ein bisschen was Spielzeugmäßiges, wie ich finde. Ist ganz lustig. Gut, hier vorne kommt ein kleiner Kreisverkehr, das habe ich vorhin schon gesehen. Da können wir einmal kurz durchfahren. Der Opel Corsa, wie gesagt, hat hier den 1,2er rein Dreizylinder Turbo mit glatten 100 PS und 205 Newtonmeter. Der Motor ist ja bekannt aus dem PSA-Konzern, gibt es auch noch mit 130 PS. Und bis jetzt bin ich sehr angetan vom Motor. Der zieht im Gegensatz zum 1 Liter TSI, den ich gerade eben hatte, von unten raus gleichmäßiger hoch. Also der hat nicht diesen plötzlich einsetzenden Schub, sondern wir können das ja gleich mal simulieren. Wir sind jetzt hier bei 1500 Umdrehungen, wenn ich jetzt hier aus dem Kreisverkehr Vollgas raus beschleunige. Dann haben wir sofort den Schub, gehen sogar kurz die Räder vorne ein bisschen durch und schon sind wir auf 60, also es geht wirklich zügig voran. Und das ist auch so der Eindruck, den ich bis jetzt mit dem 100 PS Motor hatte im Corsa, der macht wirklich Spaß. Und dieses alte Sprichwort, ohne Power ewig letzter, was ja manch einer böser noch zu Opel sagt, das trifft hier auf den 100 PS Motor im Corsa definitiv nicht zu. Also der ist richtig schön spritzig, macht Spaß und wir können hier mal Gas geben. Der knurrt auch so richtig schön, wie man das von so einem Dreizylinder kennt, zumindest so ab 3000 Umdrehungen. Darunter ist er schön leise und auch relativ gut gedämmt. Also ich muss sagen, soweit der Motor passt sehr gut zum Auto. Es gibt darunter ja noch einen 1,2 Liter rein Dreizylinder mit 75 PS, das ist dann ein Sauger. Wie der ist, kann ich nur vermuten. Ich denke mal, der wird relativ träge sein, dadurch, dass es nur ein Saugbenziner ist. Aber der 100 PS Motor hier, das ist, ich würde fast sagen, der perfekte Motor für einen Corsa. Der 130 PS Motor darüber muss es dann wirklich nicht sein. Der sollte dann schon richtig Spaß machen. Also der 100 PS hier ist vollkommen ausreichend und mit denen kann man auch schon wirklich Spaß haben, wie ich finde. Ich bin jetzt auf der Autobahn schneller als 120 gefahren, weil ich eben hier nur diese Berliner Stadtautobahn habe. Aber da hat er zumindest schon mal eine gute Figur gemacht. Also so von 80 aus dem sechsten Gang Vollgas raus. Zieht er wirklich gut durch. Also man kann schaltfaul damit fahren. Und das ist ja gerade so beim Kleinwagen immer ziemlich wichtig. Zum Thema Verbrauch war ich auch positiv überrascht. Das ist ja ein Carsharing-Auto mit 2500 Kilometern. Auf den letzten 2500 Kilometern steht hier der Durchschnittsverbrauch bei 7 Liter. Ich sag mal so, die Carsharing-Autos werden ja meistens von den Nutzern ja, misshandelt, weil sie eben den Sprit nicht selbst zahlen müssen. Also die werden mal hochgedreht, werden vielleicht nur in der Stadt bewegt und so weiter. Dementsprechend ist der Verbrauch da immer etwas höher. Ich bin jetzt ganz normal hergefahren und war vor uns beim Durchschnittsverbrauch von 4,9 Liter. Jetzt durch das ja, Hin- und Herfahren fürs Video und so weiter bin ich bei 6,0, was ich immer noch sehr gut finde. Und ich sag mal so, im Alltag kann man den Corsa hier bestimmt ohne Probleme mit 5,5 Liter bewegen, was ich wirklich sehr gut finde. Also da gibt es nichts zu meckern. Und wir fahren jetzt hier gleich mal auf die Autobahn, genau. Mal schauen, wie sich der Corsa da so schlägt. Ich würde sagen, wir legen mal hier die dritte Welle ein. Bei 60, laden wir voll durch. Ja, kommt eigentlich ganz gut aus der Knete. Ihr hört, der Motor wird ein bisschen präsent akustisch. Jetzt schon sind wir bei 110. Also die Leistung ist hier vollkommen ausreichend und wie gesagt, der Corsa macht sogar Spaß so in der Stadt von der Motorisierung her. Und auch von der Lenkung her finde ich den echt klasse. Der fühlt sich so richtig schön agil und wendig an. Der Vorgänger, der hatte noch so einen City-Modus gehabt. Da konnte man den Knopf aktivieren bzw. diesen Modus aktivieren. Und da war die Lenkung so leichtgängig, dass man in der Stadt dann mit den kleinen Fingern das Lenkrad bewegen konnte. Ich habe jetzt bei denen hier zumindest keinen City-Modus gefunden. Kann auch sein, dass das hier vielleicht gegen Aufpreis verfügbar ist. Weiß ich jetzt nicht so genau, blende ich euch aber an der Stelle nochmal ein, die Info werde ich nochmal recherchieren. Ja, ansonsten gibt es noch zu sagen, wir haben hier einen normalen Tempomat, den muss man leider nach jedem Fahrzeug Neustart neu aktivieren und dann kann man ihn ersetzen. Ja, ist ein ganz normaler Tempomat, stellt man hier über das Lenkrad ein. Auch hier dieses Regler aktiv, das Logo und die Schriftart ist auch wieder 1:1 von den Citroën-Modellen übernommen.
Da sieht man halt dann schon die Abstammung zum PSA-Konzern, was aber gar nicht schlimm ist. Dass ich, ganz im Gegenteil, ich finde, das tut Opel auch an vielen Stellen sehr gut. Gerade hier beim Corsa, den gibt es ja dadurch auch als Corsa E, analog zum Peugeot 208e. Wirklich ein sehr schöner Kleinwagen mit Elektroantrieb, der durchaus gut sein soll. Ich konnte ihn leider noch nicht fahren, aber das, was ich gehört habe, war bis jetzt durchweg positiv. Apropos positiv, positiv ist im Corsa F auch die Geräuschisolierung. Wir sind jetzt zwar nur bei 80, aber ich höre schon mal, dass ich fast keine Abrollgeräusche höre. Und auch die Windgeräusche, ja, sind quasi nicht vorhanden. Den Motor hört man gar nicht. Das Sechsganggetriebe ist hier schön langstreckentauglich übersetzt. Ich bin jetzt hier bei 80 bei 1500 Umdrehungen. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Und auch vom Fahrwerk her, muss ich sagen, merkt man nicht, dass man hier in einem Kleinwagen sitzt. Der federt ganz gelassen, liegt hier auf der Autobahn bei 120 schon schön satt. Jetzt hier kann man leider nur 80 fahren, aber auch hier, finde ich, merkt man überhaupt nicht, dass man in einem Kleinwagen sitzt. Das ist kein Vergleich zu Corsas von vor 20 Jahren. Ich habe ja eingangs die Frage gestellt, ob der Corsa das Zeug zum Dauerbrenner hat. Steht auch im Videotitel. Das liegt einfach daran, weil der Corsa B zum Beispiel, der wurde ja in den 90er Jahren so oft verkauft, dass man den selbst bis vor 2-3 Jahren noch massenhaft auf den deutschen Straßen gesehen hat. Mittlerweile ist der Corsa B-Bestand doch ganz schön gesunken. Einen großen Teil dazu beitragen tut sicherlich auch Dumm Tüch. Grüße gehen raus. Die haben bestimmt in den letzten 2 Jahren 2 Dutzend Corsa Bs zerstört. Also das sind heutzutage so Wegwerfautos. Das wollte ich jetzt einfach damit sagen. Die aber trotzdem noch zuverlässige, solide Kleinwagen aus den 90ern sind, mit einfacher Technik, aber sind eben heutzutage nichts mehr wert. Und deswegen, falls dann irgendeine TÜV-Reparatur ansteht, werden die Autos dann meistens leider weggeschmissen. Wobei ich ehrlich sagen muss, der Corsa B war meine Lieblings-Corsa-Generation. Ich finde den optisch schön schnucklig, er ist schön klein. Er sieht auch heute noch nicht so extrem alt aus und hat irgendwie noch so ein richtig cooles 90er-Jahre-Flair. Gut, genug über die Vergangenheit geredet, kommen wir wieder zur Gegenwart. Wenn ich jetzt hier bei uns im Tempomat einmal den 5. Gang runterschalte, dann hebt ja wieder die Geschwindigkeit automatisch an. Also wie beim Skoda Octavia vor uns oder bei euch von vor 2 Wochen. Der Opel Corsa behält dann hier die Geschwindigkeit, wenn man hier entsprechend schaltet. Der Tempomat deaktiviert sich erst, indem ich entweder hier die Taste dafür drücke oder kurz das Bremspedal berühre. So, wir haben jetzt die Berliner Stadtautobahn verlassen. Ich hoffe, ich kann euch jetzt noch ein bisschen mehr sagen. Was mir auf jeden Fall gerade aufgefallen ist, also im 6. Gang hier bei 60 ist der Motor zwar nur bei 1200 Umdrehungen, aber er fängt nicht groß an zu dröhnen oder zu vibrieren. Man merkt zwar im Gaspedal so eine ganz leichte Vibration, aber die werden nicht ans Fahrzeuginnere weitergegeben. Also den Dreizylinder haben sie auch gut weggekapselt, muss ich sagen. Dann nochmal ein paar Worte zum Fahrwerk. Opel hat ja ganz klar den Fokus auf Komfort gelegt. Also der Corsa will jetzt gar nicht groß sportlich sein, sondern er ist wirklich der komfortable Cruiser für die City. Das merkt man auch beim Fahrwerk. Es federt wirklich sehr, sehr angenehm so die kleineren Stöße weg. Auch die größeren Stöße gelangen nicht allzu sehr in den Fahrzeuginnenraum. Das ist wirklich schon gut gelungen. Man kann mit dem Corsa trotzdem natürlich auch ein bisschen dynamischer fahren, aber jetzt auch nicht extrem. Also man sollte es nicht übertreiben. Das Fahrwerk ist schon ziemlich weich, sage ich mal, und bietet jetzt nicht so viel Sportlichkeit. Was ich noch mal kurz negativ erwähnen will am Corsa, irgendwas in diesem Auto fiebt hier die ganze Zeit immer so leicht. Das finde ich ein bisschen störend. Ich weiß nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall nervt es so ein bisschen. Das ist nur eine Kleinigkeit am Rande. Vielleicht hört es ja so nicht die Lüftung, wenn ich die ausschalte. Ist das immer noch? Vielleicht hört ihr es ja. Man hat ja so ein leichtes Grundfieben. Das ist auf Dauer ein bisschen störend. Und jetzt, wo die Start-Stop-Automatik hier reingekickt hat, das Lenkrad hier in dem Fall wird dann starr. Wenn ich das Lenkrad ein bisschen bewege, geht der Motor dann dementsprechend wieder an. Jetzt hier im Stand fällt mir auf, dass der Dreizylinder sich doch ein bisschen bemerkbar macht. Also er fängt so leicht an zu vibrieren. Das ganze Auto bewegt sich jetzt so leicht mit. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber man merkt eben so ein bisschen, dass der Motor da vorne dann auch arbeitet, wenn die Start-Stop-Automatik dann gerade nicht aktiv ist. Was mir beim Opel Corsa auch noch aufgefallen ist, die Kupplung hier hat einen relativ kurzen Weg, das Gaspedal dafür aber eben einen umso längeren Weg. Also das Gas kann man wirklich ja, bis ins Bodenblech so richtig weit reindrücken. Die Kupplung dagegen hat nur einen ziemlich kurzen Weg, was nochmal so ein bisschen dieses ja, flotte, flinke Fahren in der Stadt eben unterstreicht. Dadurch, dass man hier ganz easy kuppeln kann in dem Auto, das passt soweit auch wirklich ganz gut. Noch ein kleiner Punkt, der mir aufgefallen ist beim Corsa, die Schaltempfehlung ist hier immer sehr darauf ausgelegt, nicht in so einen hohen Gang zu schalten. Also wenn ich bei 50 bin, im 5. Gang, was der Motor problemlos mitmacht, bei Drehzahlen von, ich kann es ja gleich mal hier simulieren, jetzt mal hier bei 50 im 5. Gang schalten,
sind wir bei Drehzahlen von ja, 1200, 1300 Umdrehungen. Er sagt aber gleich, wir sollen den vierten Gang zurückschalten. Und auch wenn ich nur ganz wenig Gas gebe, sagt er teilweise sogar, dass ich dann den dritten Gang zurückschalten soll. Das finde ich sehr verwunderlich. Ich kenne es so von den VAG-Fahrzeugen. Die sind da eher genau in die andere Richtung ausgelegt, dass sie dann bei 50 schon sagen, schalt bitte in den fünften oder sogar in den sechsten Gang. Das ist hier bei denen nicht so. Also der will lieber ein bisschen mehr Drehzahl haben. Was mir im Opel Corsa übrigens auch noch sehr gut gefallen hat, ist die Bremse. Ist mir jetzt gerade an der Ampel wieder aufgefallen. Man hat hier ein super schönes Bremspedalgefühl und die Bremse macht auch einen richtig bissigen Eindruck. Also man braucht hier wirklich nur ganz wenig Bremspedaldruck, um hier wirklich schon eine ordentliche Bremsung zu erzielen. Das macht wirklich einen sehr guten Eindruck hier im Corsa. Also die Bremse ist echt top. Ansonsten muss ich sagen, fährt sich der Corsa F bis jetzt auffällig unauffällig. Also gerade in der Stadt wirklich ideal, hat eine leichtgängige Lenkung, ist super wendig, er ist spritzig, vor allen Dingen von unten raus, finde ich. Er ist sparsam. Das Getriebe ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es besonders knackig ist, aber die Schaltwege sind einigermaßen kurz. Wie ich finde, die Gänge rasten präzise ein und da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Klar, das Getriebe ist jetzt hier kein spaßiges Mazda MX-5 Getriebe, wo die Gänge nur so reinflutschen, aber trotzdem, das geht vollkommen in Ordnung. Ich finde nur diesen Schaltknauf optisch nicht so schön anzusehen, aber der hat eben den Vorteil, dass man hier seine Hand halbwegs entspannt auflegen kann, wobei man das natürlich nicht machen sollte beim Schaltgetriebe, um eben das Getriebe nicht zu beschädigen. Unser Durchschnittsverbrauch, der normalisiert sich jetzt weiter von den 6 Litern, die ich vorhin hatte, geht er jetzt wieder schön runter Richtung 4. Wir sind jetzt schon bei 5,6 nach den paar Metern hier bei Tempo 80. Wenn ich mal unseren momentanen Verbrauch anzeigen lasse, sieht man, dass man hier bei 80 so um die 3 bis 4 Liter verbraucht. Also da ist der Corsa wirklich sehr, sehr sparsam. Wie gesagt, der 100 PS Turbomotor bekommt von mir eine klare Kaufempfehlung. Wer sich für den Corsa F interessiert, sollte sich diesen Motor auf jeden Fall mal genauer anschauen. Der ja, leistet wirklich mehr als genug hier im Corsa und wenn nicht sogar ein bisschen mehr als genug. Wir haben hier im Opel Corsa serienmäßigen Spurhalteassistent. Das ist keiner, der das Auto jetzt aktiv in der Spur hält. Der lenkt halt nur zurück, wenn ich jetzt die Spur zur Verlassen drohe. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal rauslenke, dann lenkt er wieder zurück. Ihr habt es gesehen. Hält das Auto dann aber auch nicht in der Mitte der Spur. Also das ist jetzt kein Travel Assist in dem Sinne, sondern wirklich nur ein reines Notfallassistenzsystem, wie das eben bei den meisten Neufahrzeugen so an Bord ist. Wir machen jetzt mal eine kleine Zeitblase. Da ich jetzt gerade noch auf der Berliner Stadtautobahn geradeaus fahre mit Tempo 80 bis 100, werde ich euch mal das Fazit sagen und dann gleich werde ich für euch nochmal ein bisschen Fahreindruck in der Stadt nachreichen. Also kommen wir nun zum Fazit des Opel Corsa F hier als Edition. Ich denke mal, die Ausstattung ist völlig ausreichend für die meisten Corsa-Käufer. Das Wichtigste ist an Bord. Klar, das Interieur ist jetzt hier im neuen Corsa nicht extrem hochwertig, so ehrlich muss man sein. Da ist zum Beispiel im Polo-Interieur höherwertiger. Aber im Alltag weiß das Interieur trotzdem zu überzeugen, weil es eben viele Ablagemöglichkeiten bietet, eine gute Ergonomie und insgesamt durchaus durchdacht ist. Von daher finde ich das gar nicht so negativ hier am neuen Opel Corsa. Eine Sache, die mir auch gut gefallen hat am neuen Opel Corsa, ist wie gesagt der Motor. Sieht gut, verbraucht wenig, ist angenehm leise, hat trotzdem, wenn man ein bisschen dreht, diesen schönen Dreizylinder, brummkernigen Sound. Ihr wisst, was ich meine. Das ist richtig, richtig cool. Auch die Getriebeübersetzung finde ich schön. Der fünfte und sechste Gang sind schön lang übersetzt, sodass man hier mit dem Corsa auch ohne Probleme längere Strecken zurücklegen kann. Und auch ein positiver Punkt ist halt das Design. Ich finde den Corsa F deutlich gefälliger als den Vorgänger und das Opel insgesamt ein guter Job mit gelungen. Kommen wir jetzt zu negativen Punkten. Da muss ich auch den Motor nennen, aber nur deswegen, weil der 13 auch hier so ewig langsam heruntertourt. Das ist wirklich relativ nervig. Vor allen Dingen nervt es manchmal beim Ausmachen. Wenn man das Auto ausmacht, einen Gang eingelegt hat, vielleicht schon eine Sekunde der Motor aus ist und dann einfach den Fuß von der Kupplung nimmt und dann nochmal kurz so einen leichten Ruck nach vorne gibt, weil dieser Motor eben noch so lange nachdreht, sage ich mal, bis er dann wirklich aus ist. Das hat man bei Motoren mit mehr Hubraum dann eben nicht. Ja, ein positiver Punkt am Corsa ist auch noch die Geräuschdämmung. Ich finde, der ist wirklich angenehm leise für einen Kleinwagen. Die Abrollgeräusche sind gut gedämmt, die Windgeräusche hört man nicht, man hört es bald vorbeifahrende Autos. Etwas stärker als in höherpreisigen Autos, aber das ist ja ganz klar. Im Großen und Ganzen geht die Geräuschdämmung völlig in Ordnung und ich könnte mir vorstellen, hier längere Kilometer mit dem Corsa ohne Probleme zurückzulegen. Jetzt kommt ein Nachteil beim Corsa. Das war auch schon beim Vorgänger so. Ich finde, Opel löst manche Sachen einfach relativ unsexy. Da sind zum Beispiel diese Sitze, die sehen nicht wirklich ansprechend aus. Und dann hier, wie gesagt, der Schaltknüppel. Es sind halt so ein paar Kleinigkeiten am Corsa, die ihn insgesamt jetzt nicht so extrem ja, schick, sage ich mal, oder modern wirken lassen, die so auch vor 10 Jahren ein Kleinwagen hätten sein können. Da finde ich, könnte Opel noch so ein bisschen mehr Coolness in die Autos mit reinbringen, zumindest im Interieur, einfach um auch noch ein bisschen mehr die jüngeren Leute mit anzusprechen.
Ein neutraler Punkt bei Opel Corsa ist die Verwandtschaft bzw. die Partnerschaft mit PSA. Auf der einen Seite ist das natürlich bewährte Technik, keine Frage. Auf der anderen Seite hätte ich mir an manchen Stellen schon gewünscht, dass Opel noch ein bisschen mehr Eigeninitiative reinpinkt, gerade so beim Infotainment hier bei der Anzeige und so weiter. Da wäre es schön gewesen, wenn Opel da noch ein bisschen mehr Freiheiten bekommen hätte, was so ein eigenes User Interface angeht. Aber ja, das Meckern auf hohem Niveau, die Funktionalität ist ja trotzdem gut. Ja, der Opel Corsa F bekommt von mir eine klare Kaufempfehlung. Er ist ja auch nicht der teuerste Kleinwagen, so mit dem Motor liegen wir jetzt hier bei um die 18.000 Euro. Genau den Preis kann ich euch an der Stelle nochmal einblenden, was verglichen mit anderen Kleinwagen heutzutage ja ein ganz okayer Preis ist. Dazu gibt es ja bei Opel teilweise auch gute Rabatte, von daher kann man hier schon ein gutes Schnäppchen machen. Und der Opel Corsa war ja schon immer so der Dauerbrenner unter den Kleinwagen und ich habe wenig Bedenken, dass auch der Corsa F diesen Erfolg fortsetzen kann. Es ist ein rundum stimmiges Auto, sehr unaufgeregt, weckt jetzt nicht wirklich viele Emotionen ein, aber ist eben ein treuer Alltagsbegleiter mit guten Qualitäten. Ja Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst da bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Meinung zum Corsa F bitte rein in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und am besten noch ein Abo da. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao.